Hey Leute, willkommen zurück zu Silent Hill Shattered Memories. Ja, die Moach bin schon wieder. Hallo Moach, dankeschön. Gut, ich habe jetzt ganz viele Kommentare bekommen bezüglich einer Nummer, die ich mal anrufen soll. Das mache ich auch gleich. Und, dass ich die Moach wohl auch auf die Boxen umstellen kann. Ich habe schon mal hier geguckt, das geht leider nicht, Leute. Ich habe hier Rumble, kann ich, mach ich mal aus, weil das stört. Aber ich hab's. Hört ihr? Warte mal. Jetzt kann ich das nicht ranhalten, weil dann spinnt's wieder. Man sollte es hören. Auf jeden Fall kann ich es leider nicht, ich kann es nicht umstellen auf den Spielesound. Ich habe auch am Anfang im Menü geschaut beim Spiel. Das geht nicht. Und auch hier im Telefon kann ich nichts umstellen. Aber ihr hört, ich muss es nicht mal wirklich nah dran halten und man hört sehr laut. So, hier nämlich die Einstellung, habe ich nur Klingelton, Sprachlautstärke und Vibration. Mache ich mal aus. Naja, das ist sehr schade, Leute. Geht leider nicht. Aber die Nummer, die ihr mir gesagt habt, die ich anrufen soll, soll wohl ein Easter Egg sein, deswegen rufe ich die mal an. Das war die 220 833 und die 0. Und die rufen wir jetzt mal an. Nein. Hier, anrufen. Das ist ja geil, Leute. Ja, danke für den Hinweis. Das ist die Konami-Hotline. Und die können mir auch nicht mehr helfen. So, ich muss noch ein bisschen weiter weg vom Bildschirm, beziehungsweise von der Sensorleiste. Jetzt geht's wieder. Ja, wie gesagt, das ist sehr fummelig hier, die Wii-Let's Plays aufzunehmen. Aber ich hoffe mal, ich kriege das einigermaßen hin. Warte mal, ich muss ja zu diesem kleinen Gebäude, oder? Ich meine, ich muss gar nichts, aber... Oder doch? Ich möchte zu diesem kleinen Gebäude. Warte mal. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Wir sind jetzt... Ich wollte an die Orion Lodge, oder? Ich glaube nicht, dass es hier irgendwo weitergeht. Warte mal. Ich schätze mal, ich muss echt hier nach Norden. Deswegen war ich schon eben ganz richtig. Warte mal, gucken wir mal. Erstmal ganz kurz hier gucken. Vielleicht gibt es noch was, außer ein Schild. Was haben wir denn hier? Staatliche Forstbehörde 555-8733. Wisst ihr was? 555-8733. Oh, ich mach das mal ein bisschen leiser. Das ist voll unangenehm, glaube ich. Warte mal. Ja, wie gesagt, tut mir leid, wenn ich ein bisschen für den Menü rumfummle jetzt, aber... Oh, auf die Hälfte, das reicht. Oh. Könnte ich auch mit Plus Minus hier. Ist ja super. So, jetzt rufen wir an. Bin ich schon? Yep. You've reached the office of the State Forestry Department. Due to the current severe weather warning, this office is closed. Members of the public are advised to avoid travel to state parks and forests until the warning is lifted. In event of an emergency, please contact local emergency services. Na super. Es war mir irgendwie schon klar, dass hier gar nichts geht, egal wo ich anrufe. Das ist alles nicht sehr hilfreich, aber Hauptsache man kann es tun. Ich finde das super, dass die sowas eingebaut haben. Die Moat ist eigentlich hervorragend für sowas geeignet. Ach, kann ich da wieder raufklettern? Sieht so aus, ne? Ah, guck mal, da war ich ja noch gar nicht. Das ist eine neue Hütte. Interessant, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wow. Ist ja ganz schön windig wieder. Ich glaube nicht, dass das Boot noch irgendwohin fährt. Das sieht ziemlich kaputt aus. Was? Henry's on the lake, live bait. Lebendköder. Ja. Ach, guck mal, da kann ich doch bestimmt durchsteigen. Yep. Ah, das wäre wahrscheinlich der andere Weg gewesen, wie ich noch hergekommen wäre, oder? Ich wette nämlich mit euch, ich muss da oben an die Grenze dran oder so. Oh Gott. Hier ist es gruselig.
Und hier ist es echt gruselig, vor allem das Geraschel in den Angelbestimmungen für den Fluss. Fishing since I was a kid. Ministerium für Naturschutz. Aha. Fischlizenz, nur 4 Fische insgesamt. Minimumgröße ist 12 Inches. Ja. Das sind 12 Inches, ich würde sagen so 30 Zentimeter. Oder? Nee, warte mal. Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich mit diesen ganzen Maßen nicht aus. Inch und Foot und so weiter. Ich glaube aber, Foot sind ein paar 20 Zentimeter. Inch sind 1,5 oder 2,5. Ist ja auch egal. Irgend sowas war das. Wo bin ich denn jetzt? Oh Leute, ist das hier gruselig, ne? Okay, ich habe mich nicht sehr weit wegbewegt. Da ist die Puppenstation. Was war das hier nochmal? Ich gehe da jetzt mal hin. So, warte. Vorsicht. Nicht zu schnell drehen. Mann, Leute, dieses Geraschel hier überall, das macht mich ganz kirre. Uhaha. Ach nee, warte, jetzt gehe ich falsch. Da ein bisschen rechts und dann komme ich genau drauf zu. Vielleicht finde ich ja hier noch was, wer weiß. Irgendwas Nützliches. Ah, das ist ein Turm, seht mal. So ein Wasserspeicher. Gibt es irgendwo was, wo ich drüber kann? Ja, ich kann da drüber klettern, na dann. Und da kann ich was bedienen sogar. Heieiei. Das wird ja immer besser. Oh, was haben wir denn da? Gefrorenes Wasser. Das ist eine Murmel. Ja, das ist eine dieser Erinnerungen, die ich aufsammeln kann. Okay, cool. Ich weiß nicht. Ich werde wahrscheinlich sowieso nicht alles komplett einsammeln, aber... ich will einen gewissen Teil zumindest einsammeln. So viel ich mitnehmen kann, wisst ihr? Okidoki. Ich müsste jetzt eigentlich genau richtig laufen. Wieder runter dahin, wo ich schon mal war. Dieses Geraschel überall, das macht mich... Ich warte nur darauf, dass hier ein Monster kommt. So. Aber ihr habt ja gesagt, Kämpfe gibt's nicht. Das sind halt lediglich diese Fluchtpassagen. Von daher kein Problem. Kein Problem. Oh, da liegt ein Schiff auf Wasser. Boah, ich schätze mal nicht, dass da jemand ist. Gut. Ne. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter zu dieser Orion Lodge. Vielleicht finde ich da ja noch was. Aber nett, dass ich hier solche Dinger noch habe, wie den Wasserturm, an dem man noch was finden kann. Wäre ich jetzt weitergegangen, hätte ich das übersehen. Das hatte ich nämlich vor eigentlich zuerst am Anfang dieses Parts. Aber ihr habt mir gesagt, ich soll mich doch mal ein bisschen besser umschauen, weil ich schon einiges vergessen hätte. Also wie immer, richtig geil von euch, dass ihr euch da so beteiligt. Ich meine, ihr könnt jetzt auch einfach konsumieren und sagen, ja, ist mir egal, was du machst. Hauptsache so ein Hans Bumble, der da sitzt und was spielt für mich. Nee, echt, das weiß ich wirklich zu schätzen, dass ihr so eine tolle, aktive Community seid. Und ja, ich habe euch mal wieder gelobt. Das mache ich gerne. Das habt ihr ja schon mitgekriegt, vor allem bei Dragon Age. Ich mache das sehr oft. Diese Musik schon wieder, ne? Alter Schwede, diese Musik. Diese ekelhafte Musik gerade. Mach mich nicht fertig. Ach du heiliger Bimbam, das ist ein lebendiger Bär. Also es war mal ein lebendiger Bär. Ich meine, das ist kein künstlicher, das ist ein echter Bär. Ach du Scheiße. Präparieren die den hier oder was? Och, das arme Tier. Ich mag Bären. Oh, und da ist eine Bärenfalle. Lauf doch mal lieber nicht rein, du. Och Mann. Der arme Bär. Boah. Ist dann. Ich dachte, da wäre was auf dem Boden. So ein Symbol oder sowas. Mann, ist das brutal.
Wurde der schon ausgeweidet? Ach du Heiliger. Leute, ist das eklig oder ist das eklig? Ich finde das nicht gut. Ist da wieder ein Schlüssel drin? Ne, ein Messer. Ein bewegliches Fest. Hä? Das ist eine Erinnerung. Ich dachte, das wäre ein Nutzwerkzeug, was ich hier brauche. Dann halt nicht. No bareback in the great outdoors? Was ist denn das? Man erkennt es ein bisschen schlecht. Oh. Will da jemand aufhören mit Rauchen? Nocti-free? Nocti? Nee, nicht Nikotin, sondern Noc... Was soll das bedeuten? Nocti. Ich gehe erstmal daneben noch rein, Leute. Komm, wenn ich draußen setze, die Musik wieder ein, ne? Das war lustig. Okay. Geht's ja auch schon wieder weiter. Ich hatte jetzt eher auf so eine Sackgasse gehofft. Ganz and ganz Hunters. Ja. Lieber ein Spatz in der Hand als ein Vogel auf dem Dach, oder wie heißt es? Nee, als eine Taube auf dem Dach. Ach, keine Ahnung. Was soll ich denn hier machen? Achso, das ist... Fleisch. Kann ich da irgendwas machen? Irgendwas? Da ist gar nichts. Seht mal. Häschen. Bah. Irgendwas muss doch gehen, oder? Nö. Ich dachte, vielleicht passiert hier irgendwas anderes, wenn ich das jetzt ein paar Mal mache. Weiß man ja nicht, ne? Ne, hier ist gar nichts. Guck mal, da ist kein Handsymbol. Da ist nur der Fingerzeig. Nö, dann bringt das wohl nichts, wenn ich hier rumwurschtle. Ah ja. Warum ist denn die Hütte so komisch abgeteilt, frage ich mich. Sag mal, weint der Hund Blut? Ja. Es hat nur gequietscht und trotzdem. Warte mal. Oh, ich dachte, das wäre was anderes. Ein zerbrochener Schutz. Was steht da drauf? Safety Flashlight. Ach, eine Sicherheitstaschenlampe. Kann man die... Ach, die ist zum Kurbeln, oder? Wenn man da drauf drückt, dann wird das quasi angekurbelt auf diesem Griff. Ich habe auch so eine im Auto, das ist voll praktisch. Also so eine mit Kurbel an der Seite. Weil, ne, lieber eine Taschenlampe haben, die man aufkurbeln kann, als eine, die Batterien hat, aber nicht funktioniert, wenn man sie braucht. Die sind voll gut. Und nützlich. Wenn man nachts mal liegen bleibt, gibt's nichts Besseres. Okay. Jetzt bin ich schon wieder irgendwo am Arsch der Heide, ne? Ich möchte am liebsten schon wieder zurückgehen zu diesem blutigen Zimmer mit den Bären, aber ich wette, das läuft irgendwann auch auf zusammen hier alles. Ach, guck mal. Da sage ich's noch. Ja, und nu? Jetzt habe ich alles erkundet. Und wie geht's weiter? Wie geht das weiter hier? Wahrscheinlich hier unten, ne? So, gucken wir auf die Karte. Ja, wahrscheinlich jetzt hier hoch und dann hier irgendwie... Oder da oben durch. Ich merke schon, wie ich richtig gut reinkomme mit der Mode, Leute. Es klappt eigentlich. Also wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt, dann ist das Fantastico, ne? Es sei denn, der Sensor spielt auch mit. Ach so. Warum bin ich da jetzt runtergesprungen? Ich hätte ja auch laufen können, ne? Oh. Telefon. Officer Bennett? Where did you get my number? I've got your wallet. Where are you, Harry? Lost in the woods. Why did you run off? You left me. What? I'm not under arrest. Can't I just get up and leave? Harry? You're not thinking straight. Let me help you. I'm coming to find you. I'm sorry. I need to get back to town. Harry! Okay. Ah, jetzt habe ich sie in den Kontakten, oder wie? Friended auf Facebook und was weiß ich.
Ja, die ist ja schon ganz schön sexy, die Frau. Ihr habt doch gesagt, das lag wohl an mir, dass ich die sexy Route genommen habe. Oh. Ich sehe da schon was. Wow. Ja, geil. Come on, Joel. You think that it was you shot and died, not the deer. Get your hands out of your pants and be a man. My son, the queer. Shoot the damn thing. Shoot, you queer. Alter Schwede, du kannst doch einem Kind nicht sagen, dass es ein Tier erschießen soll. Das ist jetzt wieder meine Moralvorstellung von sowas, aber soll jeder selbst für sich ausmachen. Ich würde keine Tiere abknallen. Und jetzt kommt man nicht von wegen Vegetarier und so, dann musst du ja kein Fleisch mehr essen. Ich esse auch kein Fleisch. Ich esse Fisch. Haha. Geflügel auch nur in Maßen, also Rind und Schwein esse ich gar nicht. Wild sowieso nicht. Naja, Pesketarier halt. Silent Hill, Brams. Not far as the crow flies. To Lookalex Scenic Route. Route? Scenic Route? Route? Das sage ich ja immer mit Route und Root, ne? Kann man sagen, wie man will, glaube ich. Das ist wie Tomate und Tomato, Tomato. Ja, nee, also ich finde das nicht gut, wenn man seine Kinder vor allem zwingt, Tiere abzuknallen. Oder wenn man sich selbst damit brüstet, hier, ich habe heute das und das gejagt. 7243, wie fahre ich? Na, dann rufen wir gleich mal an. So. Weiß ich nicht. Falsch parken? Achso, das war's schon. Achso, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Ich dachte, ich habe jetzt ein Auswahlmenü quasi. 1 bis 4 oder was. Oh, da liegt was. Eine pinke Börse. Oh, ein Schlüssel. Yay, mit Blut drin. Oh Mann. Wird ja immer besser. Ach, das ist ein Flüsschen, da geht's gar nicht weiter, okay. Ach, lass mich raten, ich hätte jetzt den Schlüssel gebraucht. Alter Schwede, was haben die hier gemacht? Ein Schlachtfest oder was? Tatsächlich, das ist der richtige Schlüssel. Oh Leute, ich feiere diese Steuerung mittlerweile. Es ist so gut, ne? Es ist so gut, ihr glaubt mir das gar nicht. Oh Gott, ist das hier gruselig. Die Hillbilly schlechter. Warte mal, ich glaube, ich bin noch nicht nah genug dran. Ja. Alter. Oh nö, jetzt wird alles zu Eis. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder. Und warum kommt wieder diese scheiß Viruswarnung? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Aber wisst ihr was? Was ich weiß? Ich werde hier mal eine Pause machen, auch wenn ich die 20 Minuten noch nicht voll habe. Weil mir tut voll mein Handgelenk weh. Das ist echt schlimm mit der Remote. Weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe die direkt vor der Brust und ich sitze ganz unnatürlich da. Und das geht mir voll aufs Handgelenk. Ich muss jetzt ein bisschen Pause machen. Auf jeden Fall werde ich mal speichern. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Oh. Ich will ja sowieso nur einen Tag pro Part bringen, von daher geht's ja. Ich kann echt nicht mehr. Ich wurde schon gefragt, ob da noch mehr geht. Nee, aus dem Grund leider nicht, weil mein Handgelenk dann. Deswegen werden auch nie mehr als ein Wii-Projekt. Wird auch nie mehr als ein Wii-Projekt laufen, glaube ich, weil das geht nicht. Daran werde ich mich nie gewöhnen, aber an die Steuerungsmethode hier schon. Das läuft. Läuft. Gut, Leute. Ich würde mich über Likes und Kommentare freuen. Ich hoffe mal, ihr seht jetzt diesen scheiß Virusfund da unten nicht. Angeblich, das ist kein Virus. Ich würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung, also ein Like, wenn es euch gefällt, und einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns wieder zu Silent Hill Shattered Memories.